Guten Morgen, es ist Samstag, der 17.10. Es ist früh und ich bin nicht ausgeschlafen und hatte noch keinen Kaffee. Ich war heute nach Albeck, um mal nach Post zu schauen, zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Hatte eigentlich noch einen Termin, oder wollte einen Termin wahrnehmen. Aber den haben wir verschoben. Meine Mutter kommt mit. Achtet immer nicht, wenn ich so lange weg bin. Und sich die Post da stapelt. Und seitdem ich 2005, 2006 aus dem Urlaub mal kam und eine Abmahnung im Briefkasten hatte, mag ich das noch weniger. Wenn wir wieder zurückkommen, fahren wir nach Prenzlau. Meine Oma im Krankenhaus besuchen. Und danach fahren wir zu meiner anderen Oma. Das Eis vom Tag. Mehr ist heute nicht geplant. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nein. Willst du was mit dem Witz? Willst du auch einen Saft? Trinkst du mit Grünes? Kannst du ein bisschen eklig, ne? Mhm. Das schmeckt gut. Sag mal, was da alles drin ist? Ja. Matcha ist um den Tee. Ingwer, Grünkohl, Birne, Spinat, Banane. Nee, lass mal. Birne darfst du bei mir nicht, das zeigt. Nee. Banane? Ist eine Banane? Aber wir können ja auch nehmen. Meinst du die? Du willst ja nicht doof sein, ne? Nee. Nee. Bist sowieso schon irgendwo. Ja, ne? Bestimmt. Cheers. Du bist nicht drauf, keine Angst. Ich reite so. Jetzt bist drauf. So, dann haben wir noch kein Frühstück gegessen, haben wir jetzt noch was gegessen und ein bisschen frischer heute. Eine Ofenkartoffel für mich als Vegetarier. Und ich möchte sagen, der Krautsalat, der kauft, der ist ganz sicher. Und ich glaube, der Quark, eine Ofenkartoffel, war auch nicht selbst gemacht. Hätte würziger sein können, oder? Mit Kräuter. Ja, mehr Kräuter. Kräuter gefehlt. Ja. Aber man konnte es essen. Ja. Aber ich hätte noch mehr Quark gegessen. Ich habe schon ganz viel Kartoffel so gegessen. Ich habe mich nachher geärgert, ich hätte so einen Salzstreuer nehmen können. Ich habe schon mal aufgemacht, damit du nicht warten musst. Genau. Wo willst du hinpacken? Siehst du deine Haken? Kannst du auch gleich auf meine ja. Hinten. Der Euro da wieder rauskommt, könnt ihr nicht versprechen. Wieso? Der ging so schwer rein, ne? Ja. Ich hab erst gedacht, ich komme falsche Wagen oder so. Bei den Omas. Jetzt gehen wir noch Opa besuchen. Ein Stück gemacht. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Ich habe heute sehr wenig aufgenommen, tut mir leid. Bei McDonald's habe ich den Veggie Clubhouse gegessen, der gar nicht so schlecht geschmeckt hat. So ein typischer McDonald's-Burger irgendwie, finde ich. Ne? Die Brötchen finde ich bei McDonald's immer so, naja. Wirklich satt macht es auch nicht, aber ansonsten hat ganz gut geschmeckt. Und die Pommes bei McDonald's, ganz schrecklich. Ich denke, hier wächst sie gar nicht.